Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. In diesem Video werde ich jetzt endlich den Commodore Amiga 500 reviewen. Und los geht's! Der Commodore Amiga 500 ist ein 16-Bit Heimcomputer. Er wurde entwickelt von Amiga Incorporated, diese wiederum gehörten zu Commodore seit August 1984. Produziert wurde der Amiga 500 von Commodore und veröffentlicht wurde das System in Nordamerika und in Europa und zwar im Jahre 1987 für einen Veröffentlichungspreis von 699 US-Dollar. Der Amiga 500 hat einen Motorola 68000 CPU und dieser ist getaktet entweder auf 7,16 MHz in NTSC-Maschinen oder 7,09 MHz in PAL-Maschinen. Das System hat auch 512 KB RAM und 4 8-Bit Stereo-Soundkanäle. Rein grafisch ist der Amiga 500 in der Lage, Auflösungen wiederzugeben von 320x200 bis 640x200 in NTSC-Modellen und 320x256 bis 640x256 in PAL-Modellen. Je nach Auflösung kann der Amiga entweder 16 oder 32 Farben gleichzeitig darstellen aus einer Farbpalette von 4096 Farben, aber mit einigen Tricks bzw. Spezialmodis wie zum Beispiel Interlaced, Overscan, Extra Half-Bright Mode oder Hold and Modify Mode kann der Amiga 500 sogar noch viel höhere Auflösungen darstellen und oder auch noch viel mehr Farben gleichzeitig darstellen. Die Tastatur und das 3,5 Zoll Floppy Diskettenlaufwerk, welches 880 KB Double Density Floppy Disketten unterstützt, wurden integriert in das Amiga 500 Gehäuse. Das Design von Amiga 500 stammt vom Commodore 128 bzw. könnte man auch sagen vom Commodore 64C, aber um fair zu sein, glaube ich, dass da noch ein weiterer Grund bestanden hat für dieses Design, da nämlich der größte Rivale von Commodore, nämlich Atari, hat ein sehr ähnliches Design für seine Atari ST Computer benutzt und der Amiga 500 war eigentlich der direkte Konkurrent zum Atari ST Computer, zumindest im Jahre 1987. Das heißt, das könnte ein weiterer Grund sein, warum dieses Design gewählt wurde. Ein wesentlicher Teil des Amiga Betriebssystems, welcher Kickstart genannt wird, befindet sich in einem ROM-Chip innerhalb des Amiga 500. Anfangsmodelle vom Amiga 500 kamen mit der Kickstart-Version 1.2 auf den Markt und der Rest kam dann mit Version 1.3 auf den Markt. Trotz dessen, dass es nicht das gleiche ist, kann man doch irgendwie das Kickstart vergleichen mit einem BIOS in einem PC. Jedes Mal, wenn der Computer gestartet oder resettet wird, dann führt Kickstart eine Diagnostik und einen Systemecheck durch. Es aktiviert auch alle Komponenten des Systems und jedes weitere Gerät, welches auch noch am Computer angeschlossen ist, wie zum Beispiel eine Harddisk oder ein extra Diskettenlaufwerk. Dank der Tatsache, dass Amiga-Computer die Fertigkeit haben, Auto-Boot und Auto-Detect, gibt es nur ganz, ganz wenige Gerätschaften und noch viel weniger Programme und Spiele, welche überhaupt eine Softwareinstallation brauchen. Ebenfalls fällt bei den Amiga-Computern weg, dass man keine Befehle eingeben muss, um zum Beispiel ein Spiel zu laden. Einfach nur die Diskette einlegen und der Amiga macht den Rest. Dadurch kann man sagen, dass der Amiga 500 im Großen und Ganzen so benutzerfreundlich ist wie eine Spielekonsole.
Der Amiga 500 war ein Nachfolger des allerersten Amiga-Computers, und zwar dem Amiga 1000. Dieser wurde veröffentlicht 1985 für 1300 US-Dollar und rein technisch war er fast ident mit dem später veröffentlichten Amiga 500. Die größten Unterschiede bestanden darin, dass der Amiga 1000 ein Desktop-Computer war mit einer externen Tastatur und nicht ein sogenanntes All-in-One-System wie der Amiga 500. Dann der Computer hatte nur 256 KB RAM und er hatte auch ebenfalls keinen Kickstart-ROM-Chip. Stattdessen musste man jedes Mal, wenn man den Computer eingeschalten hat, das Kickstart laden, und zwar von der Floppy-Diskette. Bis auf die allererste Entwicklungsphase war der Amiga 1000 immer gedacht als Büro- bzw. Arbeitscomputer und nicht als reiner Spielecomputer. Und selbst nachdem die Amiga Corporation gekauft worden ist von Commodore, waren diese in der Lage, Commodore zu überreden, mit dieser Strategie fortzufahren. Das heißt, gleich von Anfang an, wie der Amiga 1000 veröffentlicht worden ist, war er nur zugänglich bzw. wurde er nur verkauft in spezialisierten Computergeschäften und er wurde auch vermarktet bzw. beworben als Arbeitscomputer. Und für 1985 war der Amiga 1000 ein sehr beeindruckender Computer mit überragenden grafischen und soundtechnischen Fertigkeiten plus einem Multitasking-Betriebssystem, und das alles machte es eigentlich ein leichtes, um sich behaupten zu können gegen IBM und Macintosh, ganz besonders wenn es ums Preis-Leistungs-Verhältnis gegangen ist. Das einzige Problem war nur, dass der Amiga 1000 nicht ernst genommen worden ist. Der Amiga 1000 war das neue und unbekannte System, veröffentlicht von Commodore, eine Firma, die am besten dafür bekannt war, dass sie den Commodore 64 Spielecomputer hergestellt haben. Und gerade wegen diesen Umständen war jetzt der Amiga 1000 nicht unbedingt auf der Wunschliste von irgendwelchen Firmen, die jetzt da im Begriff waren, sich neue Bürocomputer zuzulegen. Und auf der anderen Seite war jetzt der Amiga 1000 nicht gerade heiß begehrtes Heim- oder Hobbycomputer, da nämlich ein Jahr zuvor, also 1984, hat nämlich Atari einen sehr ähnlichen Computer wie den Amiga 1000 veröffentlicht, und zwar den Atari 520 ST. Der hat damals nur 799 US-Dollar gekostet und der wurde gleich von Anfang an als Heimcomputer bzw. als Spielcomputer vermarktet. Das heißt, unterm Strich hat sich der Amiga 1000 leider nicht sehr gut verkauft. Es war jetzt kein Totalfehlschlag, aber die Verkaufszahlen waren viel, viel niedriger, als sich Amiga oder Commodore jetzt erwartet hatte. Als Lösung haben sie sich dazu dann entschieden, dass sie die Taktik ändern werden mit dem nächsten Amiga-Computer oder eigentlich mit den nächsten Computern, und sie werden einen Computer für jeden der zwei Märkte kreieren und glasklar auch definieren. Und das Resultat kam dann 1987 mit der Veröffentlichung vom Amiga 500 als Heim- bzw. Spielecomputer für 699 US-Dollar und dem Amiga 2000, einem Arbeit- bzw. Bürocomputer, für 1500 US-Dollar. Der Amiga 2000 war technisch ident mit dem Amiga 500, wenn es jetzt um den CPU gegangen ist oder um den Chipsatz, aber dieser kam schon von Haus aus mit 1 MB RAM, dann mit einer batteriegepufferten Echtzeituhr, und aufgrund der Tatsache, dass es sich dieses Mal um einen großen Desktop-Computer gehandelt hat mit einer externen Tastatur, hatte dieser Computer extrem viele Erweiterungsmöglichkeiten. Es gibt nämlich ein Extrafach für ein 3,5 Zoll Floppy-Diskettenlaufwerk, dann einen weiteren Schacht, den man entweder benutzen kann für ein 5,25 Zoll Floppy-Diskettenlaufwerk oder einer Festplatte oder einem CD-ROM-Laufwerk, was ein bisschen später erhältlich war. Dann gibt es noch einen Schacht für ein CPU-Upgrade, einen weiteren für eine Videokarte, dann gibt es noch 5 Zora 2 Schnittstellen, die kann man wiederum benutzen für alle möglichen Erweiterungskarten oder RAM-Upgrades, und der Computer hat auch noch 4 ISA-Steckplätze oder Schächte. Und sofern mir bekannt ist, kann man diese zum Beispiel benutzen, um den Amiga 2000 sogar PC-kompatibel zu machen. Aber auch trotz dessen, dass der Amiga 2000 jetzt wirklich ein sehr beeindruckender Computer war, überhaupt wenn es um die Upgrade-Möglichkeiten gegangen ist, haben immer noch die meisten Firmen es vorgezogen, sich lieber die Produkte von IBM oder Macintosh zuzulegen, als jetzt einen Amiga 2000. Aber alles in allem hat sich der Amiga 2000 gar nicht mal so schlecht geschlagen und er hatte sogar einigen Erfolg, da es nämlich eine sehr populäre Wahl war für Schulen, dann für Fernsehstationen und sogar für Filmstudios als Videobearbeitungscomputer.
Mit einem Amiga 500 war es wieder eine ganz andere Geschichte. Durch die Veröffentlichung dieses Computers wurden Videospielentwickler wirklich aufmerksam auf die Amiga-Computer, und zwar als Videospielesystem oder Spielecomputer. Und ihnen ist auch endlich aufgefallen, die grafischen und die soundtechnischen Fertigkeiten dieses Systems, und langsam aber sicher haben sich dann auch mehr und mehr Videospielentwickler, wie zum Beispiel jetzt der Electronic Arts, die Bitmap Brothers, Psygnosis und so weiter, damit angefangen, dass sie ihre Spiele hauptsächlich jetzt dafür ein Amiga 500 programmieren werden. Natürlich wurden jetzt dann nicht alle anderen Projekte gestrichen, nein, auch die Spiele wurden weiterhin für andere Computer- und Videospielesysteme entwickelt oder portiert, aber von diesem Zeitpunkt an hatte der Amiga für diese Hersteller oder Entwickler die höchste Priorität. Aber nicht nur Videospieleentwickler zeigten immer mehr Interesse am Amiga 500, nein, auch Videospieler bzw. Kunden waren immer mehr daran interessiert, sich einen Amiga 500 zuzulegen. Und ab dem Jahr 1990 war dann sogar der Amiga 500 das bestverkaufteste Heimcomputersystem in Europa, und dieser Erfolg sollte sich fortführen bis zum Jahr 1992. Danach ist leider langsam bergab gegangen für Commodore, und zwei Jahre später, 1994, haben sie dann bankrott anmelden müssen, und das war dann auch das Ende und der Amiga-Computer war Geschichte. So, das war jetzt ein wenig Geschichte über den Amiga 500, und jetzt schauen wir uns das System einmal im Detail an bzw. werfen wir einen genaueren Blick drauf. Auf der Vorderseite des Amiga 500 befindet sich die anfangs erwähnte Tastatur. Dann oben rechts haben wir zwei LEDs. Einmal hätten wir hier die Power-LED und einmal die Zugriffs-LED fürs Floppy-Diskettenlaufwerk. Je nachdem, ob es sich um ein früheres oder späteres Modell eines Amiga 500 handelt, haben diese LEDs unterschiedliche Farben. Es gibt entweder die Variante mit einer roten und einer grünen LED oder grün und gelb. Und nein, das hat nichts mit verschiedenen Kickstart-Varianten zu tun. Dann auf der rechten Seite haben wir das Floppy-Diskettenlaufwerk, und auf der Rückseite von links nach rechts hätten wir einmal zwei 9-Pin-Controller-Anschlüsse. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an oder ungewöhnlich, aber Joystick 1 war normalerweise reserviert für die Maus und Joystick 2 für den Controller von Spieler 1. Und wenn man ein Zweispielerspiel spielen wollte, dann musste der Controller vom zweiten Spieler an Joystick 1 angeschlossen werden. In ein paar Fällen war es genau umgekehrt, aber im Großen und Ganzen war das der Standard am Amiga. Dann haben wir den linken und den rechten Stereo-Audio-Ausgang. Dann haben wir einen Anschluss für ein externes Diskettenlaufwerk. Ein Serialanschluss, der wurde hauptsächlich für Datentransfer benutzt, wie zum Beispiel konnte man dort ein Modem anschließen. Dann haben wir einen Parallelanschluss, der war ja hilfreich für Gerätschaften wie zum Beispiel einen Scanner oder einen Drucker. Dann haben wir den Anschluss fürs Netzteil, und dann hätten wir noch den RGB-Videoausgang und den Composite-Videoausgang. Leider ist der Composite-Videoausgang, der wird nur in Monochrom dargestellt, das heißt schwarz-weiß bzw. in Grautönen, aber so viel mir bekannt ist, wurde jeder Amiga 500 mit dem A520 TV-Modulator ausgeliefert, und den muss man nur am RGB-Videoausgang anschließen, und an diesem kleinen Gerät hat man dann noch einen RF-Ausgang und einen Composite-Videoausgang, der auch ein Farbbild wiedergibt. Wenn man aber den TV-Modulator nicht benutzen wollte, konnte man natürlich auch noch einen Monitor anschließen am RGB-Videoausgang, oder man konnte gleich ein RGB-SCART-Kabel anschließen, was natürlich gerade bei uns in Europa eine sehr populäre und beliebte Variante war. Dann auf der linken Seite vom Amiga 500 unter einer Plastikklappe haben wir einen Erweiterungsschacht bzw. einen Anschluss. Und dieser Erweiterungsschacht wurde benutzt für sehr viele hilfreiche Gerätschaften wie zum Beispiel Turbokarten, RAM-Upgrades, für Festplatten oder zum Beispiel für ein externes CD-ROM-Laufwerk. Als Beispiel habe ich hier das Superdrive 500 XP. Das ist eine Kombination aus einer Festplatte und einem RAM-Upgrade. Das hat eine 40 MB Festplatte und 2 MB FastRAM, welche upgradet werden können auf 8 MB. Neben dem seitlichen Erweiterungsschacht hat der Amiga 500 auch noch einen zweiten, und zwar auf der unteren Seite, der wird auch Trapdoor-Erweiterungsschacht genannt. Dieser wurde meines Wissens nach nur benutzt für 512 KB Slow- bzw. Ranger-RAM-Erweiterungen. Viele verschiedene Firmen haben diese hergestellt und auch verkauft, und darum findet man heutzutage diese Erweiterungen in allen möglichen Größen und Varianten.
Fast jeder Besitzer eines Amiga 500 hat damals eins dieser Dinger gekauft, da nämlich Ende der 80er Jahre immer mehr Spiele eine Mindestvoraussetzung gehabt haben von 1 MB RAM, um diese überhaupt spielen zu können. Und Anfang der 90er, muss man eigentlich zugeben, war 1 MB RAM am Amiga wirklich schon ein Standard. Deswegen hat fast jeder Besitzer eines Amiga 500 sich so eine Slow-RAM-Erweiterung irgendwann mal zugelegt. Normalerweise hatten diese Upgrades fast alle auch eine Batterie, beziehungsweise ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, die haben Tonnenkondensatoren geheißen. Die waren damals für die sogenannte Realtime-Clock beziehungsweise für die Echtzeituhr zuständig und viele dieser Erweiterungen hatten schon bei der Auslieferung oder wurden später modifiziert mit einem Schalter, um diese Slow-RAM-Erweiterung ein- und ausschalten zu können. Der Grund für diesen Schalter war der, dass einige Spiele, und das waren meistens ältere Titel, die wollten nicht laden, solange eine SLORAM-Erweiterung angeschlossen ist. Und mit dem Schalter konnte man jetzt einfach ein- und ausschalten. Und es war einfach praktisch, anstatt dass man jedes Mal jetzt diese SLORAM-Erweiterung rausnimmt aus dem Computer und dann wieder reingibt, je nachdem, welches Spiel man spielt. Deswegen, wie gesagt, findet man heute sehr viele Amiga-Modelle noch immer mit einem eingebauten Schalter für diese SLORAM-Erweiterung. Eine große Warnung bezüglich dieser Batterien oder Tonnenkondensatoren, egal wie die jetzt da heißen. Schaut, dass die loswerdet. Heutzutage mindestens 90% dieser Batterien oder Tonnenkondensatoren, die funktionieren eh nicht mehr und sind wahrscheinlich schon ausgelaufen. Und innerhalb von diesen Batterien bzw. Tonnenkondensatoren ist eine Säure drinnen und wenn diese Säure ausrinnt, das ist ein grausliches Zeug und das frisst Leiterbahnen zum Frühstück. Und das gleiche gilt auch für jeden Besitzer von einem Amiga 500 Plus. Der einzige Unterschied dort ist der, dass diese Batterie oder Tonnenkondensator, die befindet sich auf dem Motherboard. Und wenn das ausrinnt, ja, das kann den ganzen Computer zerstören. Das heißt, noch einmal für alle Besitzer von einem Amiga 500 mit einer SLORAM-Erweiterung und Besitzer von einem Amiga 500 Plus, wenn noch so eine Batterie da ist, entfernt es, entsorgt es und das alles ganz gescheit reinigen. Eine Sache, die euch vielleicht schon aufgefallen ist, ist, dass der Amiga 500 keinen Ein- und Ausschaltknopf hat. Der Ein- und Ausschaltknopf befindet sich auf dem Netzteil. Ebenfalls der Amiga 500 hat auch keinen Reset-Knopf. Es gibt aber zwei Möglichkeiten, den Computer zu resetten. Das sogenannte Hard Reset, das ist im Endeffekt, dass man den Ein- und Ausschaltknopf am Netzteil betätigt und halt eben aus- und einschaltet. Und es gibt den sogenannten Soft Reset. Den kann man durchführen, indem man die Taste Steuerung und die zwei Amiga-Tasten alle drei gleichzeitig drückt und dann macht man eben dieses Soft Reset. So, als nächstes werfen wir einen Blick unter die Haube und öffnen einmal den Amiga 500 und was wir hier sehen, ist ein sogenanntes Revisions 5 Board. Dieses wurde hergestellt irgendwann 1989 oder 1990. Auf der unteren Seite haben wir die 512 KB Chip RAM. Dann darüber haben wir das Kickstart ROM und den Motorola 68000 CPU. Und weiter oben haben wir dann auch noch die Custom Chips. Da hätten wir mal Fat Agnes, der adressiert das Chip RAM und hat die Kontrolle über die DMA Kanäle. Dann hätten wir Denise, das ist der Grafik-Coprozessor. Paula ist hauptsächlich für den Sound verantwortlich. Und ja, hier auf der rechten Seite hätten wir auch noch Gary, der beinhaltet Verbindungslogik für die Bussteuerung und das Diskettenlaufwerk. Dieses Custom Chip Setup, das wir hier haben im Amiga 500, wird genannt Original Chipset oder Originales Chipset, kurz OCS. Dieses Setup finden wir ebenfalls auch noch im Amiga 1000 und im Amiga 2000. Neben dem Original Chipset hat es aber auch noch zwei andere gegeben, und zwar das Enhanced Chipset, kurz ECS, und das Advanced Graphics Architecture, kurz AGA. Den ECS-Chipsatz findet man in Amiga 500 Plus, Amiga 600, Amiga 3000 und dem Commodore CDTV. Es war eine verbesserte Variante des Original-Chipsatzes und dieses konnte jetzt dann mehr Chip-RAM verwalten und es war diesem Chipsatz auch möglich, höhere Auflösungen darzustellen, aber nur bei speziellen Grafikmodis. Aber damals, wie diese ECS-Maschinen auf den Markt gekommen sind, sind sie nicht gerade sehr populär gewesen und haben sich auch nicht ganz so gut verkauft. Der Hauptgrund war mal der,
dass, ja, auf der einen Seite kann man auch erwähnen, dass diese Verbesserungen jetzt nur minimal ausgefallen sind, deswegen waren die Leute jetzt nicht so aus dem Häuschen, weil das jetzt nicht allzu viel Neues war. Aber der Hauptnachteil von den ECS-Maschinen war das, dass viele Spiele, alte und auch neue, nicht mehr liefen mit diesem Chipsatz. Hauptsächlich deswegen, weil die Spiele nicht programmiert worden sind, dass die diesen Chipsatz unterstützen können. Und deswegen, wie gesagt, war das Ganze nicht ganz so populär. Den AGA-Chipsatz, den findet man im Amiga 1200, im Amiga 4000 und in der CD32 Videospielekonsole. Ebenfalls auch AGA basiert auf dem originalen Chipsatz, aber es ist eine noch weit verbessertere Variante als ECS. Und nicht nur, dass sie jetzt die gleichen Verbesserungen aufweist wie schon ECS, also die Enhanced Chipset, nein, auch jetzt war es möglich, gleich einmal 256 Farben gleichzeitig darzustellen aus einer Farbpalette von 16,7 Millionen Farben. Und in Spezialgrafikmodus waren sogar noch viel, viel mehr Farben gleichzeitig darstellbar und Auflösungen waren möglich von bis zu 1440x576. Und von dem Zeitpunkt an, wo es AGA-Amiga-Computer gegeben hat, da hat es dann eigene Spiele gegeben, die nur für AGA-Amigas rausgekommen sind. Dann andere Spiele wurden in zwei Versionen veröffentlicht, eine normale Version für alle Amiga-Computer und eine spezielle AGA-Version. Und sogar ältere Titel wurden neu veröffentlicht, und zwar dieses Mal als AGA-Version mit mehr Farben und mit einer höheren Auflösung. Und ebenfalls auch Amiga-Computer mit einem AGA-Chipsatz haben hier und da ebenfalls Schwierigkeiten mit älteren Spielen, dass die nicht laden wollen. Aber mit einem AGA-Computer hat man weniger Kompatibilitätsprobleme als mit einem ECS-Computer. Das heißt, unterm Strich, mit einem AGA-Amiga kann man mehr Spiele spielen als mit einem ECS-Amiga. Heute gibt es für dieses Problem eine Lösung, genannt WHD-Load, aber das ist eine andere Geschichte. Dadurch, dass wir jetzt schon im Amiga 500 drinnen sind, dachte ich mir einfach, wir nutzen diese Gelegenheit, oder ich nutze diese Gelegenheit, um die Unterschiede zu erklären von Chip-RAM, Slow-RAM und Fast-RAM und wie die eigentlich funktionieren. Und für eine bessere Veranschaulichung dachte ich mir einfach, dass ich jetzt noch schnell die Slow-RAM-Erweiterung hinzufüge und das Super 3500 XP, da dort nämlich das Fast-RAM drauf ist. Die wichtigste Form von RAM im Amiga-Computer ist das Chip-RAM. Der Grund ist der, da nicht nur der CPU, sondern auch die Custom Chips Paula und Denise darauf Zugriff haben. Agnes hat die Kontrolle über das Chip-RAM und stellt sicher, dass jeder, der Zugriff hat auf das Chip-RAM, auch eben drankommt. Und so gesehen einer nach dem anderen, das heißt einmal CPU, einmal Paula und einmal Denise, können dann Zugriff haben auf das Chip-RAM. Das ist normal und das funktioniert auch. Wenn wir jetzt das Low- oder Ranger-RAM dazufügen zum Computer, dann verändert sich nur eine Sache, und zwar, dass der CPU mehr Ressourcen bzw. mehr RAM zur Verfügung hat. Das ist gut, dadurch haben wir die Möglichkeit, mehrere Spiele zu spielen oder andere Programme auszuführen oder zu benutzen, die eine höhere RAM-Voraussetzung haben. Aber keiner von den Custom-Chips hat Zugriff auf das Slow-RAM. Und dadurch, dass der CPU jedes Mal warten muss, bis Agnes sagt, ja, jetzt kannst du das Chip und Slow-RAM benutzen, gibt es keine echte Verbesserung der Performance oder der Computer wird dadurch nicht schneller, weil er eben ausgebremst wird, weil alles nach der Reihe abläuft. Und das ist der Grund, warum diese Art von RAM Slow-RAM genannt wird, weil nichts wirklich schneller rennt dadurch. Mit Fast-RAM ist wieder eine andere Geschichte. Und zwar, auch in diesem Fall haben die Custom Chips keinen Zugriff darauf, aber der CPU hat direkten Zugriff drauf, und solange der CPU das Fast-RAM zur Verfügung hat, braucht er kein Chip-RAM. Nur wenn das Fast-RAM voll ist, muss der CPU wieder zurückgreifen auf Chip-RAM und sich halt eben quasi in der Reihe wieder anstellen. Aber solange Fast-RAM verfügbar ist, arbeiten der CPU und die Custom Chips separat und gleichzeitig. Und das resultiert in einer besseren bzw. schnelleren Performance vom Computer. Und dadurch wird diese Art von RAM Fast-RAM genannt. Aber nur ein kleiner Ratschlag, wenn es ums Fast-RAM geht. Wenn man jetzt Fast-RAM an einen Amiga 500 anschließt oder eigentlich an jeden anderen Amiga-Computer, heißt das nicht unbedingt, dass dadurch eine bessere Performance erzielt wird. Das hängt immer noch von mehreren Faktoren ab. Das erste ist einmal, ob ein Spiel oder ein Programm überhaupt Fast-RAM aktiv nutzen kann. Dann,
wie viel Fastram steht eigentlich zur Verfügung, 1 Megabyte, 2 Megabyte oder vielleicht sogar 8 Megabyte. Und ganz, ganz wichtig, unterstützt das Spiel oder das Programm überhaupt Fastram? Jetzt, ich muss ehrlich zugeben, ich kenne mich nicht so gut mit Programmen aus, da ich damals in den Amiga-Tagen habe ich nicht sehr viele benutzt. Aber wenn es um Spiele geht, dann weiß ich, da gibt es einige Spiele, bei denen ist im Grunde genommen wurscht, welche Art und wie viel RAM man hat, die funktionieren immer. Dann gibt es andere Spiele, die kommen nur damit zurecht, wenn man Chip und Slow-RAM hat. Und wiederum andere Spiele, das waren aber meistens die Anfangstitel oder halt eben sehr frühe Titel für einen Amiga, die sind nur zurechtgekommen mit die 512 Kilobyte Chip-RAM. Wenn man mehr RAM gehabt hat, wurscht jetzt ob Slow-RAM oder Fast-RAM, dann haben diese Spiele einfach nicht funktioniert. Das heißt, bitte das berücksichtigen, nur weil man Fast-RAM jetzt an Amiga da ja, ansteckt oder halt eben hinzufügt, heißt das nicht, dass das Ding gleich doppelt so schnell rennt oder was. Gut, als nächstes reden wir über die Spiele, da der Amiga 500 ja bestens dafür bekannt war, ein Spielecomputer zu sein. Genauso wie PC-DOS und Atari ST-Spiele wurden auch Amiga-Spiele hauptsächlich in Kartonschachteln veröffentlicht. Und die hat es gegeben in allen möglichen Arten und Größen. Wie wir ja schon wissen, wurden die Spiele gespeichert auf 3,5 Zoll 880 Kilobyte Double Density Floppy Disketten und neben der Spiele Diskette oder Disketten war natürlich auch eine Anleitung in der Box und fast jedes Mal war auch noch eine Referenzkarte und oder eine Postkarte dabei und die Postkarte war halt eben, wenn man noch ein weiteres Spiel sich bestellen wollte von der gleichen Firma. Andere Sachen konnte man auch noch in der Spieleverpackung finden, je nachdem welches Spiel es war, waren da zum Beispiel noch Kataloge dabei, Coderätchen oder Codebücher, je nachdem ob es ein passwortgeschütztes Spiel war zum Beispiel, wegen einem Kopierschutz, dann hat es noch gegeben Stickers teilweise, Karten, andere Bücher und alle möglichen Arten von Goodies konnte man auch ab und zu finden, auch genauso wie bei PC-DOS oder Atari ST Spielen. Die meisten Amiga-Spiele bestanden aus einer bis vier Floppy-Disketten, aber es gab auch Ausnahmen, wo das Spiel aus mehreren Floppy-Disketten bestand. Ein Beispiel von sehr viel mehr, das ich auch in meiner Sammlung habe, ist Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ein sehr cooles Lucasfilm-Point-and-Click-Adventure und das besteht aus sage und schreibe 11 Floppy-Disketten. Aber wie gesagt, Spiele mit mehr als vier Floppy-Disketten waren eigentlich eine Ausnahme. Trotzdem konnte es immer noch vorkommen, dass man auch sehr viele Disketten wechseln musste bei einem Spiel mit nur zwei oder drei Disketten. Und für jemanden, dem das Diskettenwechseln störend vorgekommen ist und der vielleicht auch noch ein bisschen extra Geld im Sackel gehabt hat, der konnte natürlich seinen Amiga upgraden und zwar entweder mit einer externen Festplatte oder mit einem externen Diskettenlaufwerk. Jetzt, ich habe ja schon erwähnt gehabt, es hat auch Festplatten gegeben für einen Amiga 500, aber ganz ernsthaft, so viel mir bekannt ist, haben nicht allzu viele Leute diese gekauft. Der Hauptgrund war einmal der, die Dinger waren sauteuer. Je nachdem wann, wo und welche Art von Festplatte, konnte die nämlich ganz schön teuer werden und zwar teilweise entweder genauso viel wie ein brandneuer Amiga 500 oder man musste sogar um einiges mehr zahlen. Aber dann auch noch ein zweiter Haken, zumindest so viel ich weiß, unterstützen nicht so viele Spiele überhaupt eine Festplatte. Spätere Titel wahrscheinlich ja, aber überhaupt Anfangstitel glaube ich eher nicht. Aber eine populäre Alternative war ein externes Floppy-Diskettenlaufwerk. Die kosteten im Durchschnitt so ungefähr zwischen 70 und 100 US-Dollar, was ein bisschen mehr war als die Kosten für eine 512 Kilobyte Slow-RAM-Erweiterung. Und dadurch wurde das Leben eines Amiga-Spielers natürlich um einiges leichter. Man brauchte das Teil einfach nur auf der Rückseite vom Amiga 500 anschließen, einschalten und zack, los geht's. Auf der Rückseite vom externen Floppy-Diskettenlaufwerk gibt es dann auch noch einen Anschluss, um ein weiteres Diskettenlaufwerk anzuschließen. Wenn man eins davon damals gehabt hat, war man der King. Ich habe keins gehabt. Und trotz dessen, dass ich ja schon gerne eins gehabt hätte überhaupt, da habe ich auch einige Spiele gehabt, wo man jetzt sehr viel Disketten hat wechseln müssen, kann ich aber jetzt aber trotzdem nicht sagen, dass ich weniger Spaß gehabt hätte mit den Spielen oder mit Amiga 500, weil ich jetzt so ein Diskettenlaufwerk nicht gehabt hätte. Zu dem Zeitpunkt war ich es einfach gewohnt, viel Disketten wechseln und man kann nicht wirklich irgendwas vermissen, was man nie gehabt hat. Aber trotzdem, ein externes Floppy-Diskettenlaufwerk ist ein cooles und hilfreiches Zubehör, aber keine Notwendigkeit, zumindest meiner Meinung nach.
So, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir uns auch ein paar Spiele anschauen, und zwar für den Amiga 500. Es gibt sicherlich tausende von Amiga-Spiele da draußen oder sind veröffentlicht worden, und bis zum heutigen Tag glaube ich mal, dass ich ungefähr so bis zu 300 Spiele schon gespielt habe. Jetzt ist es nicht mein Ziel, alle Amiga-Spiele zu spielen oder einmal gespielt zu haben, die jemals rauskommen sind oder die existieren. Das sicher nicht. Aber was ich damit meine, ist einfach das: Es gibt noch so viele großartige Spiele, die ihr vielleicht gespielt habt, aber ich noch nicht. Und ebenfalls auch, ich möchte nur Sachen herzeigen, die ich auch wirklich in meiner Sammlung habe. Und da fehlt mir eigentlich auch noch, der eine oder andere Titel. Und bin ganz ehrlich, es war keine leichte Auswahl, hier jetzt Spiele zu finden für diese Review, aber ich habe es zusammengebracht, die Auswahl runter zu begrenzen auf 20 Spiele. Ich sage gleich, das sind nicht meine Top 20 Amiga-Spiele aller Zeiten, das sind einfach 20 Amiga-Spiele, wo ich der Meinung bin, das sind Klassiker, die haben mir damals schon sehr gut gefallen, sie gefallen mir heute auch sehr gut und die habe ich auch in meiner Sammlung. Gut, und wir fangen gleich einmal an mit Rainbow Islands, The Story of Bubble Bubble 2. Ein Plattformer, wo ihr versuchen müsst, die Rainbow Islands zu befreien, und zwar vom bösen Prinz der Dunkelheit und von seinen Lakaien. Das Spiel wurde damals von Taito hergestellt, und zwar für die Spielhalle wurde das Spiel gemacht, und wurde dann später auf viele Computersysteme und Videospielsysteme rüber konvertiert. Die Amiga-Variante ist sicherlich eine der besten Varianten, die jemals erschienen sind. Die Firma, die das damals gemacht hat, die Konvertierung, hat Graft Gold geheißen, und wie gesagt, also die Variante ist sehr nah dran am Original vom Spielautomaten. Die Grafik ist total farbenfroh und alles schaut super knuffig aus. Überhaupt die Gegner, die sind zuckersüß teilweise. Die Musik ist auch nett gemacht und passt eigentlich perfekt wie die Faust aufs Auge. Und durch die Musik wird eigentlich alles noch süßer. Also der Süßheitsgrad oder Knuffigkeitsgrad von diesem Spiel erhöht sich noch um einiges durch diese Musik. Und trotz dessen, dass ich eigentlich noch nie sehr weit gekommen bin in dem Spiel, gefällt mir das Spiel immer noch sehr gut. Jeder, der Flipper und Videospiele mag, hat höchstwahrscheinlich schon gehört von Pinball Dreams von Digital Illusions. In dem Spiel könnt ihr euch einen von vier Flippertischen aussuchen. Jeder Flippertisch hat seine eigene Thematik. Und weil es nun mal ein Flipperspiel ist, geht es eigentlich hauptsächlich nur um die Highscore. Das Spiel kam als erster für den Commodore Amiga auf den Markt, aber dadurch, dass das Spiel so cool ist und ja, eigentlich auch so erfolgreich war, wurde das Spiel natürlich später auf viele andere Systeme weiter konvertiert. Die Flipper in Pinball Dreams sind sehr interessant. Die Ballphysik damals war sehr gut, heutzutage ist sie immer noch sehr gut. Die Grafik ist wunderschön, die Musik und Soundeffekte sind auch sehr gut gelungen in dem Spiel. Digital Illusions hat aber nicht aufgehört, nachdem sie Pinball Dreams gemacht haben. Nein, sie haben nämlich noch einen Nachfolger gemacht, und zwar Pinball Fantasies. In Pinball Fantasies hat man jetzt wieder vier Flipper zur Auswahl. Es sind natürlich andere, mit anderer Thematik auch. Und natürlich auch bei diesem Spiel, da es ein Flipperspiel ist, geht es auch da nur um die Highscore. Der größte Unterschied zwischen Pinball Dreams und Pinball Fantasies ist der, dass in Pinball Fantasies hat man vier große Flippertische. In Pinball Dreams war es nämlich ein bisschen anders, da hat es gegeben zwei kleine Tische und zwei große Tische. Alles Restliche bei Pinball Fantasies, da hat sich Digital Illusions eigentlich an ja quasi ihr Erfolgsrezept gehalten vom Pinball Dreams. Das heißt, alles, was ich bis jetzt gesagt habe über Pinball Dreams, kann ich auch über Pinball Fantasies sagen. Bezüglich der Grafik wunderschön und sehr gute Musik und Soundeffekte und Ballphysik. Beides sind echt geile Flipperspiele, und jeder, der Flipper mag und halt eben einen Amiga hat und noch nicht Pinball Dreams oder Pinball Fantasies gespielt hat, ja, sollte das nachholen. Das sind super Spiele für den Commodore Amiga. Walker ist ein Side-Scrolling-Shooter von der Firma DMA Design, wo ihr die Kontrolle übernehmt über einen Mech, bewaffnet mit schweren Maschinengewehren, und ihr reist in der Zeit oder durch die Zeit eigentlich, um einen Krieg in der fernen Zukunft zu gewinnen. Für die damalige Zeit war Walker eins der wahrscheinlich blutigsten und ja, brutalsten Spiele, da man ja wirklich sagen muss, dass die Entwickler nicht mit Pixelblut gegeizt haben, als sie das Spiel kreiert haben. Trotz dessen, dass die Grafik hauptsächlich dunkel und depressiv
dargestellt wird, eh klar, weil es ein Kriegsgebiet ist, muss man aber trotzdem sagen, dass die Grafik nett ist. Ganz besonders gut gefällt mir aber die Animation vom Walker, die sind dann sehr, sehr gut gelungen, also DMA-Design. Und leider gibt es keine Ingame-Musik, es gibt einen Titelsong oder einen Theme-Song und es gibt noch ein zweites Musikstück, wenn man das Zeitliche segnet, die sind auch sehr gut ausgefallen. Was aber das Highlight ist, würde ich mal sagen, sind die Soundeffekte, die sind einfach nur exzellent. New York Warriors ist ein weiterer Shooter, welcher von einer Firma namens Synergistic Software hergestellt worden ist. Und eigentlich handelt es sich bei New York Warriors um eine Konvertierung aus der Spielhalle von einem Spielautomaten namens Delta Command. In dem Spiel seid ihr quasi eine Ein-Mann-Armee und ihr kämpft euch durch verschiedene Bezirke von New York City, um die Straßengangs von New York daran zu hindern, einen nuklearen Sprengkörper zu zünden. Es ist offensichtlich, dass sich die Spieldesigner inspiriert haben lassen von einigen Filmen, wie zum Beispiel The Warriors und Escape from New York oder wie er bei uns geheißen hat, Die Klapperschlange, als sie dieses Spiel kreiert haben. Und das war eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum ich mich gleich auf den ersten Blick verliebt habe in das Spiel, als ich es damals in einem alten Videospielemagazin zum allerersten Mal gesehen habe, weil ich ebenfalls ein großer Fan von diesen Filmen bin. Leider gibt es in dem Spiel, wenn sehr viel gerade passiert auf dem Bildschirm, sehr viele Projektile herumfliegen, dann gibt es Slowdowns in dem Spiel. Aber bis auf das kann ich einfach nur sagen, es ist ein sehr geiles Spiel. Die Grafik ist nett, aber farbenfroh. Die Soundeffekte sind sehr gut ausgefallen und der Soundtrack ist einfach nur affengeil. Metal Masters ist ein futuristisches Kampfspiel, hergestellt von Inkel Product. Und ja, die Story schaut ungefähr so aus, in einer weit, weit entfernten Zukunft existiert nicht mehr allzu viel. Die größten Städte liegen in Ruinen, nachdem es sehr viele große Kriege gegeben hat. Und die Leute bauen riesige, quasi haushohe Kampfroboter und treten gegeneinander an in einer Weltmeisterschaft um den Titel des Metal Master. Durch das Gewinnen von Kämpfen kriegt man eben Geld und mit diesem Geld kann man seinen Roboter reparieren oder man kann neue, bessere Körperteile für seinen Roboter kaufen, um natürlich auch eine Chance haben zu können, um sich mit stärkeren Robotern messen zu können. Und das Ganze geht halt eben so weit, entweder bis man diesen Titel erreicht hat und gewonnen hat oder bis einem das Geld ausgegangen ist, dann hat man natürlich verloren. Rein grafisch ist das Spiel eigentlich ziemlich nett ausgefallen, bis auf die Titelmusik, die ziemlich gut gemacht ist, gibt es aber leider auch in diesem Spiel keine Ingame-Musik und die Soundeffekte, die sind auf jeden Fall okay. Metal Masters ist nicht unbedingt ein sehr bekanntes Amiga-Spiel und es wird auch höchstwahrscheinlich nicht wirklich bei irgendjemandem in seiner Top 10 oder Top 20 Liste auftauchen, dass es, sag ich jetzt mal, ein sehr populäres Spiel damals war. Aber mir hat es immer schon sehr gut gefallen und ich habe mir einfach gedacht, ich nehme es trotzdem auf in diese Liste für diese Review. FA-18 Intercept ist ein Flugsimulator von der Firma IntelliSoft. In dem Spiel kann man sich am Anfang aussuchen, ob man einfach nur einen Freiflug macht, ob man Trainingsmissionen fliegt oder die eigentlichen Schrägstrich-Story-Missionen fliegt. Und zwar entweder mit einer F-18 Hornet oder mit einer F-16 Falcon. Das Spiel gehört zu den eher früheren Amiga-Titeln. Das Spiel kam nämlich 1988 auf den Markt und 1988 war das wirklich ein sehr beeindruckender Flugsimulator, überhaupt für seine 3D-Grafik, für die Steuerung und das Spiel läuft auch in einer flüssigen Geschwindigkeit, selbst auf einem nicht verbesserten Amiga 500. Und das war nicht gerade alltäglich, würde ich mal sagen. Der Grund, warum ich das erwähne, ist nämlich der 3D-Spiele am Amiga, das war schon eine große Sache und ist auch öfters benutzt worden und es gab viele 3D-Spiele, aber die meisten von diesen 3D-Spielen, die sind nicht sehr schnell gelaufen oder zu langsam gelaufen auf einem ganz normalen Amiga 500 ohne Turbokarte. Und das war auch oft der Grund einfach, warum die so langsam gerannt sind, dass diese Spiele eigentlich für einen viel stärkeren Amiga-Computer konzipiert worden sind oder programmiert worden sind. Und ja,
wie gesagt, deswegen war es schön, wenn man halt eben Titel gehabt hat, 3D-Spiele am Amiga 500, die dann auch wirklich in einer schönen Geschwindigkeit gelaufen sind. Und deswegen sticht auch dieses Spiel ein wenig heraus aus der Masse. Aber egal, was auf jeden Fall ziemlich cool in dem Spiel ist und was auch nicht so alltäglich war, war nämlich, dass in dem Spiel gibt es die normale Landebahn, von der konnte man halt eben starten oder landen, aber es gibt auch einen Flugzeugträger und von dem könnt ihr auch starten oder ihr könnt drauf landen. Und dadurch, dass das Spiel in San Francisco angesiedelt ist, könnt ihr auch die Golden Gate Bridge besuchen oder besichtigen oder es so machen wie die meisten von uns, dass ihr probiert, unten drunter durchzufliegen, also ein bisschen Kunstflug vollführen. F-18 Interceptor ist auch ein Spiel, das fast jeder Amiga 500 Besitzer irgendwann einmal gespielt hat. Mindestens einmal. Zwei Gründe gibt es dafür. Nummer 1, F-18 Interceptor ist einfach wirklich ein sehr guter Flugsimulator und das war auch ein sehr populäres Spiel. Das heißt, das ist der erste Grund und der zweite Grund ist der, dass ab einem gewissen Zeitpunkt oder bei einer gewissen Modellreihe, würde ich mal sagen, ist dieses Spiel mitgeliefert worden mit den neuen Amiga 500 Computern. Und das sind diese zwei Gründe, warum fast jeder Amiga 500 Besitzer das Spiel irgendwann einmal in der Hand gehabt hat oder gespielt hat. Trotz dessen, dass mich diese Story-Missionen eigentlich nie wirklich interessiert haben, habe ich immer noch sehr viel Spaß gehabt mit dem Spiel, weil ich bin meistens diese Free-Flights geflogen oder hier und da mal eine Trainingsmission. Aber wenn ich diese Free-Flights geflogen bin, dann habe ich hauptsächlich trainiert das Starten und Landen, meistens am Flugzeugträger. Einfach nur, um vorbereitet zu sein für den Ernstfall, dass im echten Leben, du was der wie siehst, du sitzt im Flugzeug, der Pilot und Co-Pilot, die haben irgendwas Schlechtes gegessen, denen wird übel oder die werden krank. Dann auf einmal kommt die Stewardess und fragt nach, gibt es hier irgendjemanden an Bord, der dieses Flugzeug fliegen und landen kann? Dann kann ich meine Hand heben und kann sagen, nur keine Panik, ich habe mehrere Stunden F-18 Interceptor gespielt, ich weiß, wie man so ein Flugzeug landen kann, selbst auf einem Flugzeugträger. Erst dann, macht euch keine Sorgen. Wenn man einen Amiga-Besitzer fragt nach einem guten Rennspiel, dann wird die Antwort höchstwahrscheinlich ein Spiel aus der Lotus-Trilogie sein von Magnetic Fields. Entweder Lotus Esprit Turbo Challenge, Lotus Turbo Challenge 2 oder Lotus 3 The Ultimate Challenge. Alle drei Spiele sind sehr unterhaltsame Rennspiele mit wirklich guter Grafik, guten Soundeffekten und einem Wahnsinns-Soundtrack. Trotz dessen, dass alle drei Spiele relativ gleich ausschauen und sich auch relativ gleich spielen, gibt es immer noch Unterschiede zwischen den drei Spielen und ich werde jetzt nur ein paar davon erwähnen, weil ich das Ganze trotzdem kurz halten will, sofern mir das ja möglich ist bei meinen Reviews. Im ersten Spiel haben wir immer einen Splitscreen, da das Spiel programmiert worden ist als Zweispielerspiel. Wenn man nur das Spiel alleine spielt, dann hat man trotzdem auf der unteren Seite beim Bildschirm vom zweiten Spieler eine schöne Animation von zwei Mechanikern, die auf dem Auto vom zweiten Spieler arbeiten. In dem Spiel nehmt ihr an einer Meisterschaft teil und ihr habt auch eine Treibstoffanzeige, die ihr auch im Auge behalten sollt, überhaupt in den späteren Rennen, da ihr immer wieder an die Box fahren müsst, um nachzutanken, um das Rennen überhaupt fertig fahren zu können. Andernfalls würde euch nämlich der Treibstoff ausgehen und dann verliert ihr das Spiel. Vor jedem Rennen könnt ihr euch eins von vier Musikstücken aussuchen, welches ihr euch anhören könnt während dem Rennen, oder ihr könnt euch auch nur für die Soundeffekte entscheiden. Falls ihr euch aber für ein Musikstück entschieden habt, dann werdet ihr die Musik und Soundeffekte gleichzeitig hören. Das ist an sich okay, nur hier und da kann es vorkommen, dass es immer wieder Aussetzer gibt, entweder bezüglich der Soundeffekte oder von der Musik. Und das kann zwar hier und da nerven, aber es ist trotzdem nicht so spürbar, dass es wirklich ja, nervig wird. Und zu guter Letzt, beim ersten Spiel fährt man immer mit einem Lotus Esprit Turbo SE. Im zweiten Spiel gibt es keine Meisterschaft, sondern im zweiten Spiel fährt man gegen die Uhr und auch die Treibstoffanzeige ist eliminiert worden. In dem Spiel gibt es einen Vollbildmodus, wenn man das Spiel alleine spielt, und Splitscreen, wenn man den Zweispielermodus aktiviert bzw. zu zweit fährt. Einige Rennen bestreitet ihr mit einem Lotus Esprit Turbo SE und andere Rennen werden bestritten mit einem Lotus Elan SE. Leider gibt es nicht mehr die Option, sich die Musikstücke auszusuchen vor einem Rennen, da nämlich die Musik während den Rennen abgeschafft worden ist. Aber trotzdem gibt es Musik im Spiel, und zwar gibt es den Titelsong, der ist affengeil, und es gibt auch Musik zwischen den Rennen, quasi eine Überbrückung von den Ladezeiten, die hört sich aber auch sehr gut an.
Und im dritten Spiel hat Magnetic Fields quasi die besten Ideen aus dem ersten und zweiten Spiel genommen und kombiniert im dritten Spiel. Plus sie haben sogar neue Sachen dazugegeben. Was bedeutet, beim Singleplayer-Modus haben wir Vollbildmodus und im Zweispieler-Modus haben wir halt eben Splitscreen. Dann könnt ihr euch dieses Mal aussuchen, ob ihr gegen die Uhr fahren wollt oder an der Meisterschaft teilnehmen wollt. Vor jedem Rennen könnt ihr euch dieses Mal eins von 6 Musikstücken aussuchen oder ihr entscheidet euch für die Soundeffekte. Aber wenn ihr euch für die Musik entscheidet, dann habt ihr dieses Mal keine Soundeffekte und Musik. Das heißt aber trotzdem, dass ihr dieses Mal die Musik in der vollen Qualität hört und eben die Soundeffekte und die Musik stören sich gegenseitig nicht mehr. Dann vor dem allerersten Rennen könnt ihr euch eins von 3 Autos aussuchen, mit denen ihr dann das ganze Spiel oder das ganze Rennen bestreiten wollt. Da habt ihr zur Auswahl entweder den Lotus Esprit Turbo SE, den Lotus Elan SE oder den Lotus M200 Konzeptwagen. Bei dem Spiel gibt es dann auch noch einen Streckeneditor, mit dem könnt ihr quasi fast alle Strecken kreieren, die euch irgendwie in den Sinn kommen. Und ihr könnt euch dann auch noch aussuchen, je nachdem welches Rennen ihr auswählt, ob ihr dieses Rennen entweder mit den Originalstrecken fahren wollt, die selbstgemachten Strecken oder eine Kombination aus beiden. Mir persönlich gefallen alle 3 Spiele sehr gut, aber für mich persönlich ist Lotus 3 die Ultimate Challenge doch das beste Spiel aus der Lotus Trilogie. Falls euch rundenbasierte Strategiespiele gefallen, dann könnte Battle Isle von Blue Byte genau das Richtige für euch sein. Ja, die Battle Isle Reihe hat angefangen am Commodore Amiga und ja, es stimmt schon, die Idee für dieses Spiel stammt ursprünglich vom Spiel Nectaris vom PC Engine, ebenfalls auch besser bekannt als Military Madness am TurboGrafx-16. Das Spiel spielt auf einem Planeten mit dem Namen Chromos und ihr seid ein Erdling, Walter Harris, und ihr wurdet gekidnappt von den Drulls, um die Streitmächte der Drulls anzuführen im Krieg gegen die bösen und dunklen Armeen des Skynet-Titan-Computergehirns. Um den Krieg auf Chromos zu gewinnen, müsst ihr 32 Missionen absolvieren und ihr macht das, indem ihr entweder das gegnerische Hauptquartier einnehmt oder ihr zerstört alle gegnerischen Truppen auf einer Karte / in einer Mission. Je nachdem, welche Karte oder Mission ihr spielt, habt ihr das Sagen über alle möglichen Arten von Luft-, Land- und Seestreitkräften und ihr habt auch bestimmte Gebäude zur Verfügung, ebenfalls je nachdem, welche Karte oder Mission es ist. Und zwar habt ihr einmal da das Hauptquartier, dann habt ihr Fabriken und Depots und die müsst ihr entweder halten oder halt eben einnehmen. Es gibt dann auch noch Ressourcen, die ihr finden müsst und für euch beanspruchen müsst. Und mit diesen Ressourcen und den Gebäuden könnt ihr dann neue Einheiten bauen, ihr könnt andere Einheiten reparieren und so weiter und so weiter. Es ist ein ziemlich cooles Spiel, kann auch hier und da extrem schwer sein. Und ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Das Spiel hat eine ziemlich gute Grafik, gute Musik und auch gute Soundeffekte. Apydia ist ein Side-Scrolling-Shooter von der Firma Kaiko. Ihr spielt Ikuro, der Held des Spiels, der hat sich freiwillig transformiert bzw. verwandeln lassen in eine magische Biene mit Hilfe eines uralten Familienerbstücks, um überhaupt in der Lage zu sein, die dunklen Kreaturen zu bekämpfen, die den Weg bewachen zum Schloss des bösen Zauberers Hexei. Dieser wiederum hat eure Frau Yuri vergiftet und die einzige Sache, die sie jetzt noch retten kann, ist ein Gegengift und das befindet sich irgendwo in diesem Schloss. Das heißt, ihr versucht zu diesem Schloss zu kommen, Hexe zu besiegen und dieses Gegengift zu finden, um eure Frau zu retten. Durch das Zerstören von speziellen Gegnern oder manchmal auch Gegnergruppen bekommt man Power-Ups. Damit kann man seine Biene upgraden, entweder mit einer schnelleren Bewegungsgeschwindigkeit, mit Schilden, Drohnen, die euch zur Seite stehen oder stärkeren Waffensystemen. Je nachdem, wie ihr am Anfang des Spiels in den Optionen das Spiel eingestellt habt, könnt ihr entweder diese Upgrades selber aktivieren oder ihr könnt das Ganze dem Computer überlassen, dass der diese Entscheidung für euch trifft. Das Spiel hat wirklich schöne Grafik, die sehr interessant und manchmal auch ja, grauslich ausgefallen ist, wenn es um einige Gegnerkreaturen geht. Das Spiel hat auch noch sehr gute Soundeffekte, aber das Highlight dieses Spiels ist einfach der affengeile Soundtrack und der wurde gemacht von Chris Hülsbeck. Cannon Fodder ist ein Strategieshooter aus der Vogelperspektive und hergestellt von Sensible Software. Typisch für so ein Militärspiel ist, dass man irgendwelche Missionen absolvieren muss, entweder für seinen Vorgesetzten bzw. für die Regierung.
Jede Mission besteht aus 1 bis 5, manchmal sogar mehr Phasen, / Levels, und am Anfang jeder Mission bekommt man 15 neue Rekruten für diese militärischen Operationen. Ihr beginnt die meisten Levels mit einer Gruppe von 4 Soldaten und entweder könnt ihr jetzt mit dieser ganzen Gruppe durch die Lande ziehen oder ihr könnt sie auch noch aufteilen in kleinere Teams. Aber ihr könnt immer nur ein Team gleichzeitig kontrollieren, / steuern. Wenn ihr es aber schaffen solltet, eure Männer am Leben zu halten und ihr könnt eine Mission auch komplett abschließen, dann werden diese im Rang aufsteigen und bekommen dadurch kleine Bonis bzw. kleine Verbesserungen, wie zum Beispiel ihre Zielfertigkeit wird besser oder ihre Waffen haben eine größere Reichweite. Verliert sie aber einen Soldaten, dann bekommt sie beim nächsten Level einen Rekruten als Ersatz. Wenn euch die Rekruten alle ausgehen, / das Kanonenfutter, deswegen heißt dieses Spiel auch Cannon Fodder, dann ist das Spiel vorbei. Trotz dessen, dass es sich um ein Kriegsspiel handelt, merkt man aber auch, dass die Programmierer das Ganze jetzt nicht so ernst genommen haben. Ich meine, selbst der Titelsong heißt War Never Been So Much Fun, also übersetzt, der Krieg hat noch nie so viel Spaß gemacht. Und die Grafik in dem Spiel, die ist sehr gut ausgefallen. Das Ganze ist nicht auf realistisch gemacht, sondern im Gegenteil, das hat eher so eine Zeichentrickgrafik. Die Soundeffekte sind gut und das Gleiche kann man auch über die Musik sagen, die ist ebenfalls gut ausgefallen. Battlehawks 1942 ist ein Flugsimulator, hergestellt von Lucasfilm Games. Das Setting von dem Spiel ist der Pazifik während des Zweiten Weltkriegs. Man kann entweder Trainingsmissionen fliegen oder historische Kampagnen. Dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr für die Amerikaner fliegen wollt oder für das japanische Kaiserreich. Und bevor ihr startet, könnt ihr euch noch 1 von 3 Flugzeugen aussuchen auf jeder Seite. Dann der Schwierigkeitsgrad von den Gegnern und in welcher Flughöhe ihr das Spiel beginnen wollt. Da nämlich in diesem Spiel gibt es keine Möglichkeit, das Flugzeug zu landen oder zu starten. Das heißt, ihr fangt die Mission immer in der Luft an und normalerweise beendet sie auch die Mission im Flug. Außer natürlich, ihr würdet abstürzen, abgeschossen werden oder ihr benutzt den Fallschirm als letzten Ausweg. Für die damalige Zeit, wo das Spiel rausgekommen ist, muss man zugeben, dass dieser Flugsimulator sehr realistisch gemacht worden ist und die ganzen Kampagnen basieren auch auf echten historischen Schlachten und Missionen. Das Spiel hat leider keine Musik, zumindest soweit mir bekannt ist. Die Grafik wiederum und die Soundeffekte sind aber sehr gut ausgefallen. Battlehawks 1942 ist auf jeden Fall ein Spiel, was davon profitieren würde, wenn man eine Turbokarte hätte oder einen anderen stärkeren Amiga-Computer, aber trotzdem, auch wenn man das Spiel auf einen normalen Amiga 500 ohne Turbokarte spielt, ist es immer noch spielbar und es macht auch Spaß. Wings of Fury ist ein Side-Scrolling Shooter, hergestellt von der Firma Unlimited Software. Dieses Spiel spielt ebenfalls im Pazifik während des Zweiten Weltkriegs statt, aber im Jahre 1944. In dem Spiel fliegt man ein F-6F Hellcat Jagdflugzeug und in jeder Mission müsst ihr alle gegnerischen Einheiten eliminieren, um mit der nächsten Mission fortzufahren. Was keine leichte Aufgabe ist, da ihr nämlich gegen Bodentruppen, Bunker mit Luftabwehrstellungen, verschiedene Arten von Schiffen und gegen gegnerische Jagdflugzeuge kämpfen müsst. Euer Waffenarsenal besteht aus euren Bordmaschinengewehren, dann habt ihr auch noch Bomben, Raketen oder einen Torpedo. Je nachdem, welches Ziel ihr attackieren wollt, müsst ihr vor jedem Abflug euch entscheiden, welcher Waffentyp jetzt am besten passt für das jeweilige Ziel. Das Starten und das Landen von dem Flugzeugträger ist das Wichtigste und auch die erste Lektion, die ihr lernen müsst in dem Spiel, da ihr das sehr oft machen müsst innerhalb einer Mission. Entweder um eure Waffen zu wechseln oder neu aufzuladen, nachtanken bzw. das Flugzeug reparieren und um mit der nächsten Mission fortfahren zu können, nachdem ihr die derzeitige Mission beendet habt. Das Spiel hat eigentlich keine Hintergrundstory und die ganzen Missionen basieren nicht auf irgendwelchen historischen Ereignissen oder historischen Missionen. Wings of Fury hat eine sehr gute Grafik, eine gute Musik und die Soundeffekte sind exzellent. Speedball 2 ist ein futuristisches Sportspiel, hergestellt von der Firma der Bitmap Brothers. Das Spiel ist im Grunde genommen Handball auf Steroide mit Flipper-Eigenschaften oder Elementen und ich bin mir ganz sicher, dass die Programmierer von dem Spiel haben sich inspirieren lassen von dem Film Rollerball mit James Caan.
Die Grundspielregel ist ganz simpel, einfach nur den Ball ins gegnerische Tor schießen. Während eines Matches kann man natürlich Bonus-Items und Power-Ups aufsammeln, die immer wieder auftauchen am Spielfeld, und an den Seiten der Spielfelder gibt es dann auch noch einige Gerätschaften, die man aktivieren kann, um gewisse Vorteile oder Bonus zu bekommen, und die muss man halt eben auch anschießen mit dem Ball, und das sind diese Flipper-Elemente, die ich gemeint habe. Wenn man da ein paar bestimmte Sterne anschießt, bekommt man einen Zusatz oder bekommt Geld, und ja, also das sind halt eben so Boni-Geschichten. Dann durch das Gewinnen von den Matches bekommt man natürlich Geld und man steigt auf in der Meisterschaft, und mit dem Geld kann man dann die Fertigkeiten von seinen Spielern erhöhen oder verbessern, und das Ziel in dem Spiel ist natürlich, die Meisterschaft zu gewinnen. Speedball 2 ist ein weiteres ziemlich cooles Spiel mit sehr schöner Grafik, guter Musik und Soundeffekten. Was heraussticht ein wenig bei dem Spiel, finde ich, ist die großartige Atmosphäre und auch die coole Präsentation. Lust auf eine Runde Poker? Na, wie wär's dann mit Hollywood Poker Pro von der Firma Realline Software? Ja, es ist ein Strip-Poker-Spiel und es ist ein Klassiker. Sehr viele Leute haben das Spiel gespielt, obwohl sie es heute wahrscheinlich nicht mehr zugeben würden. Und ich persönlich schäme mich nicht zu sagen, dass ich gelernt habe, wie man Poker spielt mit diesem Spiel. Wenn überhaupt, verspielt man nur virtuelles Geld und nicht sein eigenes. Man spielt gegen 4 wunderschöne Damen. Das Spiel hat eine sehr schöne Grafik mit Zoom-Funktion, ein Schelm, wer Böses denkt, und einen affengeilen Soundtrack, der wieder mal gemacht worden ist von Chris Hülsbeck. Moonstone Heart This Night ist ein rundenbasierendes Action-Adventure mit Rollenspielelementen, hergestellt von der Firma Mindscape. In dem Spiel übernehmt ihr die Rolle von einem von 4 Rittern und eure Aufgabe ist es, ihr sucht die Höhlen und Verstecke des Landes ab nach 4 Schlüsseln. Dadurch erhaltet ihr Zutritt zum Tal der Götter und dort versucht ihr dann, den Bewacher des Mondsteins herauszufordern. Wenn ihr es schaffen solltet, ihn zu besiegen, dann nehmt ihr den gewonnenen Mondstein und bringt ihn bei der richtigen Mondphase nach Stonehenge, um teilzunehmen an einem uralten Ritual, um euch würdig zu erweisen, um euren Platz bei den Göttern einzunehmen. Die Verstecke und Höhlen werden bewacht von allen möglichen Arten von dunklen und bösen Kreaturen, und neben der Tatsache, dass auch noch ein Drache durch die Gegend fliegt und den einen oder anderen Wanderer gern verschlingt, gibt es auch noch die dunklen Ritter, die die Lande absuchen nach jedem, der versucht, an dieser Moonstone-Quest teilzunehmen, um ihn daran zu hindern. Durch das Plündern von Höhlen und das Besiegen von gegnerischen Einheiten bekommt ihr Erfahrungspunkte und diese könnt ihr dann benutzen, um eure Fertigkeiten zu steigern. Und neben den Schlüsseln, die man ja finden kann in diesen Höhlen, findet man unter anderem auch noch natürlich Gold, magische Gegenstände, magische Schriftrollen und magische Tränke. Man kann das Spiel entweder alleine oder bis zu 4 Spieler spielen, und trotz dessen, dass das Spiel eigentlich ziemlich blutrünstig ausgefallen ist, mit sehr viel Pixelblut, ist das Spiel oder nimmt sich dieses Spiel ebenfalls nicht wirklich ernst. Es ist mehr eine Art dunkler Humor, und ich habe es eigentlich immer so verglichen, als würde man ein Spiel spielen basierend auf Monty Pythons Ritter der Kokosnuss. Aber wer jetzt da nicht so viel anfangen kann mit dem ganzen Pixelblut oder was, der kann den Gore-Faktor bzw. diesen Blutrünstigkeitsfaktor kann man abstellen, und zwar am Anfang in den Anfangsoptionen. Moonstone Heart This Night hat sehr schöne Grafik, eine gute Musik und auch sehr gute Soundeffekte. Street Rod ist ein Rennspiel, hergestellt von der Firma California Dreams. Das Setting bei dem Spiel ist Amerika Anfang der 1960er Jahre, und ihr habt euch als Teenager entschieden, ihr benutzt die Sommerferien und euer schwer verdientes Taschengeld, um euch ein gebrauchtes Auto zu kaufen und teilzunehmen an den nächtlichen Straßenrennen, um der König der Straße zu werden und das Mädel eurer Träume zu gewinnen, Betty Sue, die Freundin des derzeitigen Königs der Straße. Ihr habt 2 Monate Zeit, um der König der Straße zu werden. In dieser Zeit müsst ihr sehr viele Rennen fahren bzw. gewinnen, um natürlich auf der einen Seite Geld zu verdienen, und auf der anderen Seite müsst ihr auch Ruf gewinnen, da nur ein sehr bekannter Fahrer die Möglichkeit hat, den König überhaupt herauszufordern. Nicht früher.
Die echt coole Sache bei dem Spiel, neben der Tatsache, dass dieses Spiel eine sehr schöne Atmosphäre hat und neben den ganzen coolen Autos, ist einfach, ihr müsst das Tunen selbst übernehmen. Das heißt, es ist nicht so wie in allen anderen Rennspielen, dass ihr kauft euch jetzt einen stärkeren Motor fürs Auto, habt das Ding bezahlt und das Ding ist eingebaut. Nein, ihr müsst es selber machen. Ihr müsst die richtigen Einzelteile kaufen, ihr müsst dann den alten Motor auseinandernehmen bzw. ausbauen aus dem Auto und müsst den neuen Motor einbauen. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass ihr jetzt den Motor ein- und ausbaut. Nein, da geht es auch um die Vergaser, die können ein- und ausbaut. Krümmer, dann die Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe, die Reifen und so weiter und so weiter. Das Spiel ist echt cool, macht wirklich Spaß. Ganz besonders ist natürlich allein mal das Spiel für jeden Autofanatiker oder Autofreak. Das Spiel hat eine sehr schöne Grafik, eine nette Musik, die man auch abstellen kann, wenn man will. Und das Spiel hat aber auch sehr gute Soundeffekte. Und jetzt kommen wir zum allerletzten Spiel, was ich euch in dieser Review zeigen werde, und zwar Elvira Mistress of the Dark, ein Point-and-Click-Horror-Adventure-Spiel mit Rollenspielelemente aus dem Hause Horrorsoft. Elvira hat ein altes Schloss geerbt, was früher mal ihrer Ur-Urgroßmutter gehört hat, Lady Imelda, eine böse Hexe und Zauberin, die es geliebt hat, ihre Bediensteten und Liebhaber zu foltern und zu töten. Und jetzt ist Elvira eine Gefangene ihres eigenen Schlosses geworden, da nämlich Imeldas Lakai aus den Gräbern herausgestiegen sind, um alles vorzubereiten, um Lady Imelda wieder aufzuerwecken, damit sie ihre alten Hobbys wieder aufnehmen kann. Und ihr wurdet von Elvira angeheuert, um sie zu retten und um ihr zu helfen, die Lakai von Imelda daran zu hindern, dass Lady Imelda wiedererweckt wird. Um das zu bewerkstelligen, müsst ihr jede Menge Rätsel lösen, ihr müsst gegen sehr viele fiese Kreaturen kämpfen und ihr müsst auch den einen oder anderen Zaubertrank brauen. Das Spiel ist ganz sicher nichts für Zartbeseitete. Es ist ein gruseliges Spiel, es ist aber auch ein sehr blutrünstiges bzw. brutales Spiel. Berühmt waren damals die ganzen Todesanimationen, die sind wirklich sehr grafisch ausgefallen. Aber für jeden da draußen, der Horrorspiele mag, für den wäre das sicher das richtige Spiel. Das Spiel ist auch eine schöne Herausforderung für Geist und Reflexe mit seinen ganzen Puzzles und mit den ganzen Kämpfen, die man hat gegen diese bösen Kreaturen. Das Spiel hat eine atemberaubend schöne Grafik, coole Präsentation und Atmosphäre, großartige Soundeffekte und einen wunderschönen, teilweise gruseligen Soundtrack hat das Spiel ebenfalls. Elvira Mistress of the Dark ist definitiv eines der besten Spiele, die jemals rausgekommen sind am Commodore Amiga. So, da jetzt, wo ich euch einige Spiele gezeigt habe, die ich auch habe in meiner Sammlung, gibt es immer noch ein paar Sachen, über die ich quatschen will, einfach bevor wir zu einem Ende von dieser Review kommen. Eine Sache, die ich zum Beispiel noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass der Commodore Amiga 500 regionsfrei ist. Es kann aber immer noch sein, dass man hier und da halt eben Probleme oder Unterschiede hat, wenn man jetzt zum Beispiel ein PAL-Spiel auf einer NTSC-Maschine spielt oder umgekehrt. Was nämlich zum Beispiel sein kann, ist, dass aufgrund der Tatsache, dass beide Systeme leicht unterschiedliche Auflösungen haben, kann es passieren, dass wenn man jetzt da ein NTSC-Spiel zum Beispiel auf einem PAL-System spielt oder umgekehrt auch da wieder, dass das Spielgeschehen oder einfach der Bildschirm wird größer oder kleiner dargestellt als eigentlich vorgesehen. Und genauso kann es passieren, dass man leichte Geschwindigkeitsunterschiede hat. Auch da wieder gleiches Beispiel, wenn man jetzt, oder ein Beispiel einfach, wenn man zum Beispiel ein NTSC-Spiel, welches ja normalerweise mit 60 Hertz rennt, auf einem PAL-System spielt, was 50 Hertz, also ein 50 Hertz Signal ausgibt, kann es sein, dass das Spiel langsamer rennt, als es eigentlich gedacht ist. Hier und da ist es schon bekannt. Ich muss ehrlich zugeben, mir ist es nie aufgefallen, zumindest die ganzen Spiele, was ich gespielt habe, aber ich kenne das Phänomen. Das heißt, wie gesagt, diese zwei Varianten gibt es.
was vorkommen kann, wenn man jetzt da halt eben ein anderes Spiel aus einer, also ein Spiel aus einer anderen Region spielt. Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, als Faustregel ist bekannt, dass wenn man ein PAL-System hat, was eh, es sind mehrere davon gemacht worden, oder es war halt eben in Europa angeblich populärer, das System, dass man da einfach weniger Probleme hat, oder ja, man wird weniger Probleme mit einem PAL-System haben als mit einem NTSC-System. Das ist einfach diese Faustregel, die existiert. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe nie ein NTSC-System besessen. Plan es auch nicht in der Zukunft, aber das kann ich auf jeden Fall sagen. Was auch lustig ist, während ich diese Review gemacht habe oder geschrieben habe eigentlich, weil ich habe ja die Review ein paar Mal schon geschrieben, ist, dass ich auch mal meine komplette Sammlung durchgegangen bin, und es gibt fast auf keiner Verpackung oder fast keine Firma hat irgendwo draufgeschrieben auf die Verpackung selber oder in der Anleitung oder was, ob das jetzt ein PAL-Spiel ist oder ein NTSC-Spiel. Die einzige Firma, die mir aufgefallen ist, die das wirklich gemacht hat, war Psygnosis. Wenn man bei den Spielen auf der Verpackung, da steht auch wirklich drauf, das ist ein NTSC-Spiel oder das ist ein PAL-Spiel. Bei allen anderen, also mir ist nicht aufgefallen, aber es gibt natürlich hier und da Wege, es rauszufinden. Manchmal sind halt eben Spiele in Amerika zum Beispiel mit einem bestimmten Cover erschienen, die in Europa mit einem ganz anderen Cover veröffentlicht worden sind. Aber wie gesagt, also so viel zu PAL und NTSC, beziehungsweise wenn es um die Regionen geht, obwohl das System im Großen und Ganzen eigentlich wirklich regionsfrei ist. Jetzt hat es damals und auch heute gibt es Möglichkeiten, die Region umzuschalten. Es gibt eigentlich ein paar Programme, gibt's, die müsste man vorher laden, bevor man dann ein Spiel reingibt, damit man die Region switchen kann. Dann gab es auch Zubehör, also Hardware-Zubehör, die dieses extra Feature besessen haben, dass man eben die Region umschalten kann. Und ich bilde mir ein, wie fast bei jedem anderen System, dass es auch möglich sein kann, am Amiga 500, dass man den selber modifiziert mit einem Regionschalter. Das ist ja normalerweise ein sehr beliebter Mod bei allen möglichen Videospielekonsolen. Deswegen glaube ich, das wird auch möglich sein beim Amiga 500. Ich weiß es aber nicht, also es ist einfach nur eine Theorie von mir. Gut, was gibt es sonst noch zu berichten? Also PAL und NTSC bzw. Region haben wir jetzt da abgeschlossen. Ja, wer jetzt ein Interesse hätte, sich einen Amiga 500 zuzulegen, ihr könnt davon ausgehen, nur für das System, also sprich den Computer mit allen Kabeln, mit Netzteil und mit Maus von mir aus, könnt ihr rechnen auf Seiten wie eBay zum Beispiel, dass ihr zahlen müsst zwischen 50 und 250 Euro. Ist aber gleich für 250 Euro, da muss alles mit Verpackung kommen und alles in einem super Zustand sein. Also 250 ist wirklich schon teuer. Aber eben, es ist es wert, wenn alles wirklich perfekt ist. Dann, wenn es um die Spiele geht, also Spiele mit Verpackung. Ich rede jetzt wirklich Spiele mit Verpackung, nicht einfach nur die Spiele lose, die Disketten und überhaupt. Also Sicherheitskopien sind im Großen und Ganzen nichts wert. Wurscht, wie viele das sind oder was, die sind im Endeffekt eigentlich nichts wert, überhaupt für Sammler. Aber halt eben, wie gesagt, Spiele mit Verpackung, da kann man rechnen, ja, zwischen 5 Euro und 200 Euro. Auch da wieder kommt es halt eben drauf an, Zustand, was ist alles dabei, sind sie eben komplett, weil eben Spiele haben ja halt eben die Verpackung gehabt, die Spielediskretten, die Anleitung, das waren die drei Hauptdinger, und dann sind ja halt eben noch andere Sachen gekommen, die ich euch eh schon gezeigt habe. Manchmal waren da Pickel dabei, dann irgendwelche Karten, Passwort, Rädchen oder sonst irgendwas. Also wenn das alles komplett ist und halt eben in einem super Zustand, und natürlich kommt es drauf an, welcher Titel es natürlich ist. Es gibt natürlich seltene Titel und es gibt auch welche, die findest wie Sand am, oder man kann sie finden wie Sand am Meer, und je nachdem sind die halt eben billiger oder teurer, eh wie bei jedem anderen System auch. Natürlich, wenn einige Spiele noch original verschweißt sind oder halt eben extrem super seltene Titel, dann kann es natürlich passieren, dass diese Spiele noch teurer sind als eben 200 Euro zum Beispiel. Gut. Wenn es um Zubehör geht für einen Amiga 500, dann möchte ich ganz ehrlich sein, da will ich keine Preise nennen, weil es einfach viel zu viel Zubehör gibt.
Und da will ich jetzt auch noch ganz kurz was erwähnen, weil normalerweise, wenn ich diese ganzen Reviews mache, zeige ich auch immer die Controller her und sonstiges. Nur beim Amiga 500 habe ich mir das jetzt mehr oder weniger verkniffen. Der Grund ist einfach der. Ich meine, wenn es um die Maus geht, das ist wie gesagt die original sogenannte Amiga Tank Maus. Man hat einen linken Knopf und einen rechten Knopf. Jeder von diesen Knöpfen hat, wie beim PC zum Beispiel, eine eigene Funktion. Und es hat natürlich andere auch gegeben, aber das ist jetzt nicht unbedingt spektakulär, deswegen habe ich das gar nicht erwähnt. Und wenn es um die Joysticks geht, oder Controller von mir aus, ja, der wahrscheinlich bekannteste Joystick aus dieser Zeit ist dieser hier, der Competition Pro. Der ist auch sehr beliebt gewesen. Warum ist er sehr beliebt gewesen? Hauptsächlich wegen der Technologie, die da drinnen ist, weil das ganze Ding besteht aus Mikroschaltern, also dieses hier. Das kommt eben, diese Technologie wurde hauptsächlich benutzt in der Spielhalle für Videospielautomaten, und das war halt eben was Besonderes, dass die Mikroschalter drinnen sind. Ist extrem laut beim Spielen, aber eben überhaupt, wenn man aus der Zeit stammt, wie ich jetzt zum Beispiel, dann man hört das gar nicht mehr, und das hat ein eigenes Flair. Und ja, also es hat so viele verschiedene Joysticks gegeben und so viele Firmen, die hergestellt haben. Es hat Flightsticks gegeben, es hat sogar Lightgun gegeben, die habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht herzeigt. Die ist aber jetzt schon in dem Bereich selten. Es hat auch ein paar Spiele dafür gegeben, für die Lightgun, aber das war nie, ja, das war jetzt kein Blockbuster oder was, oder war nicht super populär. Deswegen, ja, im Endeffekt, wie gesagt, ich habe mir es zwar überlegt, aber ich habe mir jetzt, dachte ich, auch nicht rein. Eine Sache noch wegen den Joysticks. Das ist auch ein Hauptgrund, warum ich es nicht mit reingenommen habe, wie wir uns zum Beispiel das System genauer angeschaut haben, ist einfach das, dass der Commodore Amiga, genauso wie der Commodore 64 oder Atari ST zum Beispiel, die Joysticks haben nur einen Feuerknopf. Es ist wurscht, wie viele Feuerknöpfe auf so einem Joystick drauf sind. Ich habe da irgendeinen Flightstick, der hat, glaube ich, 8 Feuerknöpfe drauf. Jeder von diesen Feuerknöpfen hat die gleiche Funktion. Das ist meistens einfach nur, ob man jetzt ein Links- oder Rechtshänder ist oder sonst irgendwas. Deswegen, das ist der Hauptgrund, warum ich es bis jetzt nicht erwähnt habe. Jetzt habe ich es erwähnt. So. Also haben wir jetzt da die Joysticks zum Beispiel auch ganz schnell abgehakt. Gut, aber wenn es ums Zubehör noch geht, also dieses extra Zubehör, wie gerade schon erwähnt, es gibt extrem viel von der damaligen Zeit, aber was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, ist das, es gibt auch viel neueres Zubehör für zum Beispiel einen Commodore Amiga 500. Es gibt nämlich zum Beispiel Adapter, sogenannte PS-2 Adapter, die könnt ihr benutzen. Auf der Hinterseite halt eben, dass ihr zum Beispiel eine viel modernere Maus benutzt, mit Laser, nicht mit diese Kugeln, die da drinnen sind, oder mit der Kugel, die da drinnen ist. Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit eines USB-Laufwerks. Das ist eine Alternative zum Floppy-Diskettenlaufwerk. Ob man das haben will, ist eine eigene Sache. Es gibt halt eben Verfechter, die sagen, nein, das darfst du nicht machen, weil im Endeffekt, wenn man so ein USB-Laufwerk einbaut, dann muss man auch noch das Gehäuse ein bisschen ausschnitzen, damit das reinpasst und sowas. Der Grund, warum es diese USB-Laufwerke gibt, ist einfach das, dass auch bei mir in der Sammlung hat das schon angefangen, dass die Disketten für den Commodore Amiga, diese 3,5 Zoll Disketten, dass die einfach hin werden, die sterben. Warum? Das hat mit der Magnetisierung zu tun, einfach, dass diese Disketten ihre ihre Magnetisierung verlieren. Und wenn das passiert, dann werden die Daten quasi unleserlich, und der Laserkopf, ich glaube, es ist ein Laserkopf, ich weiß jetzt noch nicht auswendig, aber halt eben der Kopf, der im Diskettenlaufwerk verbaut ist, der kann diese Daten auf diesen Disketten nicht mehr rauslesen. So eine Diskette, also so eine Floppy-Diskette, hat normalerweise eine Lebensdauer oder Lebenserwartung zwischen 10 und 30 Jahren. Und jetzt, wie gesagt, alleine der Amiga 500, der ist jetzt 1987 rausgekommen, der ist jetzt schon über 30 Jahre, und einige von den Disketten haben schon 30 Jahre auf dem Buckel, andere noch nicht, aber eben bei einer Lebensdauer zwischen 10 und 30 Jahren kann es passieren, dass die Disketten hin werden. Wie gesagt, bei mir in der Sammlung hat das leider auch schon angefangen, teilweise, wenn ich mal Spiele noch kaufe für meine Sammlung, funktionieren die leider auch nicht.
Deswegen ist es, gibt es die Möglichkeit dieser USB-Laufwerke. Im Endeffekt, wenn man so eins einbaut, dann hat man die Möglichkeit, dass man die Spiele-ROMs auf einen USB-Stick hat. Das schließt man dann an und man kann immer noch mit der Original-Hardware spielen. Nur, wie gesagt, es gibt halt eben Leute, die lehnen das total ab, weil nein, da muss man herumschnitzen oder herumschneiden am, also am Gehäuse, das wollen sie nicht, und andere wiederum sagen, das ist total leiwand. Wie gesagt, es ist eine Alternative. Es gibt dann noch ein bisschen andere neuere Hardware, es gibt zum Beispiel auch neuere SLORAM-Erweiterungen und ganz wichtig, was ich auf jeden Fall erwähnen will, es gibt auch neuere Turbokarten für den Amiga 500, wie zum Beispiel die Vampire 500, dann gibt es die Wicher 500i und mein persönlicher Favorit ist das hier, die ACA 500 Plus, eine affengeile Turbokarte, die auch noch extrem viele Zusatzfunktionen hat. Unter anderem ist das auch nochmal eine Alternative zum USB-Laufwerk, weil da kann man nämlich quasi immer noch die Spiele spielen oder die ROMs draufhauen auf eine sogenannte Compact-Flash-Karte. Aber ich will nicht zu viel darüber quatschen, weil ich habe schon ein irrsinnig langes Video-Review über die ACA 500 Plus gemacht. Ich finde einfach nur, das ist einer der geilsten Zubehörteile, die man kriegen kann für einen Amiga 500, und damit belassen wir es jetzt auch. Gut, jetzt haben wir die Hardware auch noch. Was gibt es sonst noch zu erwähnen? Ja, na, klar, mein persönliches Endfazit über den Commodore Amiga oder Commodore Amiga 500, und würde ich das Teil weiterempfehlen an Videospieler oder an Sammler oder beides. Ich will ganz ehrlich sein, der Commodore Amiga 500 ist mein absolutes Lieblingsteil, wenn es um Oldschool Videospielcomputer geht. Ich liebe dieses System, ich bin damit groß geworden, also ja, nicht komplett, aber halt eben während meiner Teenage-Jahre, sage ich jetzt einmal, habe ich dieses wunderschöne Gerät besessen, ich und mein Bruder. Wir haben, also alleine ich sage jetzt einmal von meiner Sicht aus, ich habe irrsinnig super tolle Erinnerungen alleine, also das System bzw. die Spiele alleine zu spielen. Mit meinem Bruder und auch mit Freunden habe ich das System irrsinnig gern gespielt oder die Spiele für das System. Und auch für damals, halt eben für 1987, die grafischen und soundmäßigen Fertigkeiten des Systems waren ein Wahnsinn. Sicherlich später dann sind andere Sachen gekommen und es hat andere geile Spiele auf anderen Systemen gegeben. Ich finde einfach, es ist ein affengeiler Videospielecomputer. Es hat natürlich auch Programme gegeben. Ich habe auch das eine oder andere Programm benutzt oder ja, damit gearbeitet, zumindest früher. Ich habe da nur nicht wirklich was in meiner Sammlung, deswegen habe ich nichts herzeigt. Und ich muss aber auch zugeben und ehrlich sein, ich kann nicht hundertprozentig objektiv sein, wenn es um einen Amiga 500 geht. Er hat seine Schwächen, das ist schon klar, aber wenn irgendwas für einen selber ein Lieblingssystem ist oder einfach ein Liebling, dann schaut man über diese Schwächen hinweg. Deswegen wollte ich jetzt auch sagen, dass ich nicht hundertprozentig objektiv sein kann, wenn es um das System geht. Ich finde einfach, es ist geil. Ich kann es nur wärmstens weiterempfehlen, überhaupt an Videospieler, die noch nie ein Amiga-Spiel zum Beispiel gespielt haben. Ich will auch da sagen, es gibt natürlich, also nicht alles, was für ein Amiga erschienen ist, ist jetzt da Gold wert oder sonst irgendwas. Es hat auch grottig schlechte Spiele gegeben oder so, aber im Großen und Ganzen kann ich das problemlos auf jeden Fall weiterempfehlen. Und natürlich auch für Sammler ist der Amiga 500 interessant. Und weil ich jetzt gerade auf die Sammler komme, da wollte ich noch was erwähnen, was ich auch noch nicht erwähnt habe. Und zwar hat es in Deutschland eine limitierte Edition gegeben. Alter, ich kann nicht mehr reden. Die hat Stephanie Tücking geheißen. Von dieser Limited Edition hat es zwei Designs gegeben, das sogenannte Ball-Design und das sogenannte Leoparden-Design. Beide dieser Designs waren limitiert auf 10.000 Stück. Ich kann nicht sagen, wie viel die damals gekostet haben, das weiß ich jetzt leider nicht. Der einzige Unterschied zwischen diesen zwei Designs und einem ganz normalen Amiga 500 ist, dass der obere Teil des Gehäuses, also das da, das ist auf der äußeren Seite auch wieder da, bedruckt mit einem dieser zwei Designs. Und die Originalverpackung kam mit einem extra Pappschuber oder einer Pappumrandung
wo ein Bildchen drauf war, wo man gewusst hat, welches von diesen zwei Designs befindet sich da drin. Bis auf das sind sie 1:1 mit einem normalen Amiga vergleichbar. Also die haben nicht mehr RAM gehabt, die haben keinen besseren CPU, gehabt, gar nichts. Ja, diese Limited Edition ist nur in Deutschland rausgekommen. Stefanie Tücking, wer ist das oder wer war das? Also die Dame ist noch am Leben, soweit mir bekannt ist. Stefanie Tücking, das war eine populäre Radio- und TV-Moderatorin in den 80ern in Deutschland. Und ich bilde mir auch ein, sie ist später Schauspielerin geworden. Hat unter anderem die Fernsehsendung Formel 1 Hitparade oder was moderiert. Fragt's mich nicht, warum Commodore diese Edition gemacht hat, warum sie die rausgebracht hat und warum die Dame, also die Stefanie Tücking, diese Designs gemacht hat. Ich, zumindest was ich glaube, das war alles nur ein Marketing-Gag oder eine Marktstrategie von Commodore, weil für mich, ich erkenne einfach nicht die Beziehung zwischen Stefanie Tücking und Commodore oder halt eben von mir aus Amiga oder Videospiele. Für mich jetzt persönlich wäre das so, ist jetzt da weit hergeholt, aber wenn IBM sagt, sie hauen jetzt eine Limited Edition, eine Kim Kardashian PC Edition raus, das macht für mich keinen Sinn. Wie gesagt, vielleicht weiß ich da irgendwas nicht oder eben ist mir irgendwas nicht bekannt darüber, aber im Endeffekt, es gibt diese Dinger, sie sind selten, überhaupt dieses Leopardendesign ist selten. Ich sag gleich, mich haben die Teile nie interessiert, oder beziehungsweise ich wollte die eigentlich, ich habe sie nie gesucht, dass ich es kriege für meine Sammlung oder was. Das Ball-Design, das schaut noch okay aus, das Leoparden-Design, das schaut einfach so fehlplatziert aus und so komisch. Ja, aber wenn es um Seltenheitswert geht, wie gesagt, beide sind halt eben, das ist eine Limited Edition, nur auf 10.000 Stück limitiert. Jedes dieser zwei Designs und das Leopardendesign ist natürlich noch seltener heutzutage, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass allzu viele von denen überhaupt noch existieren oder überhaupt verkauft worden sind. Ich könnte mir vorstellen, dass da einige dann weggehaut worden sind oder was, aber das sind auch nur Vermutungen von meiner Seite aus. Wem's taugt oder was, wie gesagt, kein Problem damit, jeden das seine. Ihr könnt nur damit rechnen, dass die ein bisschen teurer sind als ein ganz normaler Amiga 500. Gut, und damit hätte ich jetzt aber alles gesagt, glaube ich, was mir einfällt zum Amiga 500. Und damit wären wir jetzt auch am Ende von dieser Review angelangt. Ich hoffe, euch hat diese Review gefallen. Ich hoffe, sie war informativ für euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das sehen solltet. Also nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Mensch bleiben, gell? Tschüss. Baba.